Daniel Mölzer, FPÖ, ist nun am Wort. Er hat am Schluss völlig richtig gesagt, dass Lernen eben auch mit Leistung zu tun hat und hat mir sozusagen was vorweggenommen. War also gut, dass er ein paar Sätze mehr hatte, als die Redezeit hergab. Ich finde es gut und wichtig, das ist überhaupt keine Frage, dass wir heute hier eine Debatte über die Zentralmatura abführen. Es ist auch wichtig, dass wir eine Bildungsdiskussion regelmäßig hier im Hohen Hause führen. Und das, was mich aber dabei traurig stimmt, ist zum einen der Umstand, dass man heute sozusagen wieder mal anlassbezogen über diese Zentralmatura redet. Immer wenn sie stattfindet und wenn sie in den Medien ist, wird sie sozusagen in den Fokus gestellt. Und ansonsten reden wir nur am Rande davon. Zum anderen stimmt es mich traurig, dass wir eine Bildungsdebatte führen seit Jahr und Tag in diesem Hohen Haus, aber offensichtlich auch seitens der Regierung, wo wir zu wenig Ergebnissen kommen. Wenn heute die SPÖ sich darüber mokiert, dass also die Medien hier, die medial-öffentliche Berichterstattung einen Wirbel hineingebracht hat, dann ja, war aber auch auf die Medien, die Frau Ministerin hat das, glaube ich, so angesprochen, dann empfehle ich da in diesem Zusammenhang einen Anruf bei den entsprechend befreundeten Chefredakteuren im ORF oder beim Standard oder beim Österreich, dann lässt sich das Problem vielleicht lösen. Zur Sache. Nicht lustig, aber traurig, dass Sie sich da so darauf ausreden müssen. Zur Sache. Ich habe eine kleine Schwester, die eine kluge junge Frau ist, die Matura gerade vor ein paar Wochen absolviert hat. Bin ich sehr stolz auf sie, muss ich sagen. Sie war ja 8 Jahre lang im Gymnasium mit ausgezeichnetem Erfolg unterwegs. Sie hat auch die Matura mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert. War in den naturwissenschaftlichen Fächern besonders gut. Ihr Berufswunsch oder jetzt ihr Ausbildungswunsch ist es, Zahnmedizin zu studieren. Und wir alle wissen, wir haben mittlerweile die Eignungstests dafür. Nachdem sie jetzt vor 3-4 Wochen die Matura, diesen Stress, der dazugehört, keine Frage meines Erachtens, aber absolviert hat mit guten Noten, muss sie jetzt einen Eignungstest machen und schon wieder streben und schon wieder lernen und hoffen drauf. Wir auch wissen auch alle, dass es ja keine Garantie ist, wenn man hier gut ist, dass man da das auch schafft und darauf hoffen, dass sie dann auch da entsprechend die Quote hineinkommt. Jetzt muss ich da in diesem Zusammenhang die Frage stellen, mir ist schon klar, die Eignungstests haben auch was mit dem Zustrom aus Deutschland zu tun, aber muss ich trotzdem die Frage stellen, der Kollege Töchterle hat das ja auch angesprochen, was ist diese Matura dann überhaupt noch wert, wenn sie eigentlich eine Hochschulreife darstellen sollte, dann aber die Universitäten anfangen, sich das nochmal zu überprüfen. Ist es die Matura, die nichts wert ist? Sind es die Universitäten, die da sozusagen nicht mehr gekoppelt sind mit unseren AHS? Also ist glaube ich, ein Befund zu treffen, der eher darauf hindeutet, dass die Matura ein bisschen zu wenig wert ist, weil ich kenne noch ein anderes Beispiel von einem Rechtsprofessor oder Rechtsgeschichte-Professor, der seine erstsemestrigen Jus-Studenten immer fragt, wann die Republik gegründet worden ist, dass man etwa eigentlich wissen sollte nach einer AHS-Matura. Und der hat mir erzählt, dass das bis zu 50% nicht wissen. Da kommen dann ganz traurige Antworten wie 1938 und solche Blödheiten. Also wirklich ein erschreckender Befund. Es ist, glaube ich, klar, dass das Niveau, das Bildungsniveau allgemein gesunken ist, das Schulniveau allgemein gesunken ist. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber alle eben in die AHS hineindrängen, in die Studien hineindrängen, wir den Bologna-Prozess haben, wo wir als Ziel haben 40% Akademikerquote, was meines Erachtens der völlig falsche Weg ist. Warum? Weil wenn wir uns anschauen, welche Länder gut dastehen in Europa, da sind das die Länder mit einer hohen Facharbeiterquote, nämlich die Schweiz, nämlich Norwegen und nicht die Länder mit einer künstlich hochgehaltenen Akademikerquote, wo wir in Österreich am besten Weg sind dazu. Was ist die Conclusio? Was sollten wir als Konsequenz daraus ziehen, dass es besser ist, unsere jungen Menschen vor allem ein solides Handwerkszeug in der Volksschule und in der Mittelschule mitzugeben, um dann auch in weiterer Folge die Matura mit einem gewissen Wert auszustatten? Ich glaube, es ist zum einen, heute schon angesprochen worden von meinem Kollegen Rosenkranz, die Stärkung der Basisausbildung in den Volksschulen, die grundlegenden Kulturtechniken, die wir unbedingt stärken müssen. Es ist aber auch, es ist überhaupt keine Frage, die Beherrschung der deutschen Sprache bei Besuch des Regelunterrichts, die vorauszusetzen ist, ein großes Problem. Es ist der Abschied von der Utopie der Gesamtschule notwendig. Es ist die Stärkung des differenzierten Schulsystems, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und man muss natürlich auch bei der Lehrerausbildung nicht nur auf die pädagogische Komponente Wert legen, sondern gerade was die AHS betrifft, auch auf die fachliche Komponente. Wenn ich da an die Geisteswissenschaften denke, dann haben wir hier auch ein Problem in der Lehrerausbildung, in der fachlichen Seite. Mir ist leider bewusst, dass das mit dieser Regierung nicht möglich sein wird. Deswegen einmal mehr an dieser Stelle auch die Forderung nach dringend vorgezogener Neuwahl. Danke. Als nächster Herr Abgeordneter Julian Schmidt.